Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, zwischen den Folgen, während der Pause hier, der kleinen, die ich gemacht habe, sind jetzt die Düngerfahrzeuge hier bei der Verkaufsstelle angekommen. Ich würde gerne Feld 37 von dir machen lassen. Er hier ist auch schon auf seinem Feld 12 ganz gut vorangekommen. Die können immer noch nichts machen, die beiden, wegen Regen. Ja, der Gute hier ist schon auf dem Nachgewende. Er kann sich dann als nächstes um Feld 15 kümmern. Über 30 hatte ich gesagt, glaube ich. Auf geht's. Einmal nachtanken und du machst Feld 38. Und auf geht's. Ach, was ein süßes Feld. So, weil der ist auch gleich fertig hier. Feld 20, ja. Ja, gut, fast, genau. Der wird die Karten noch fertig machen müssen. Aber damit ist das Feld dann auch komplett gedüngt. War hier fast im Konvoi. Ja, sie sind auch gleich da. Dauert auch nicht mehr eine halbe Stunde lange. Neue Transportaufgaben sind auch nicht reingekommen, oder? Nö.
komm, du wirst jetzt fertig gleich. Gibt immer 3.500 hier das kleine Feld. Fertig. So, her mit dem Geld. Und nächstes Feld. So, Feld 15. Flüssigdünger und Flüssigdünger. So. Dann kann er sich nämlich gleich, wenn er leer ist, sein Zeug selber holen. So, dann brauchen wir hier eine Kursgenerierung. Wir machen mal nur 5% Überlappung. Und zwar Feld 15, ja. Am ersten Wegpunkt anfangen, bitte. Dankeschön. Feld 38. So. Kursgenerierung, Feld 38. Ja, lassen wir so, auf geht's. Ja, am ersten Wegpunkt bitte anfangen. Und Feld 37. Kursgenerierung. Am ersten Anfang, auf geht's. Oha, der ist mit Feld 12 und den Feldreihen auch schon fast fertig hier. Schön die Kartoffeln düngen hier. Mal gucken, was wir alles für Ernteaufgaben dann kriegen. Wie ich ja schon mal gesagt habe, je besser gedüngt, je besser für uns. Sieht schon lustig aus hier auf der 12. Sechzehn und 13 fehlen da noch. Also das große hier und das Ding. Ja, aber gucken, wer zuerst fertig wird.
glaube, ich müsste meine Fahrzeuge auch mal reparieren, wenn ich mir das so angucke. Über die Garage geht das ja nur, wenn ich eine Werkstatt habe, oder? Ach nee, geht auch so. Okay, ja dann. Wenn wir das so machen können mit Fernwartung, dann machen wir das so mit Fernwartung. Das regt mich so auf, dass wir hier noch nicht mähen können. Nur wegen dem blöden Regen. Ja, mit den laufenden Düngeaufträgen haben wir die 34.000, die 400.000 auf jeden Fall geknackt. Das ist ja ungefähr die Hälfte von dem, was wir noch brauchen, glaube ich, für den Sand, oder? Ja, ich glaube, es waren 800.000. Ja, das sind ja allein schon 50.000 wieder. Ja, Düngen bringt gut Geld. Geht ja auch relativ schnell. Ich will jetzt gucken, dass der dann gleich schon wieder fertig sein soll in 20 Minuten. Der hier auch 28 Minuten. Und das Spritzen dauert etwas länger. Weniger Arbeitsbreite, etwas langsameres Fahrzeug, aber okay. Hier für den Acker noch 30 Minuten. Und wir können die Spritze ja immer noch erweitern. Die könnte ja sogar noch größer werden. Aber das Geld dafür wollte ich mir erstmal sparen noch.
Ja, aber ich glaube, diese Folge werden wir da nicht mehr fertig mit. Dafür wird dann in der nächsten Folge einiges fertig werden, so wie es aussieht. Ja. Gut. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.